Nach Minerva's Den geht es nun also auch hier in Mafia The City of Lost Heaven in die heiße Phase. Salieri hat von unserem Bankraub erfahren und hat seine Männer auf uns geschickt, auf uns gehetzt, beziehungsweise auf Pauli gehetzt. Und ja, Pauli ist nicht mehr. Wir kommen gerade aus seinem Apartment. Gleichzeitig wurde noch die Polizei auf uns gehetzt, die gerade an uns vorbeifährt. Und jetzt, Sam hat unsere Hilfe angeboten, weil er uns noch was schuldig ist. Ob wir Sam wirklich vertrauen können oder nicht, das müssen wir jetzt gemeinsam herausfinden, weil wir auf dem Weg sind, um uns mit ihm zu treffen. Und wir fahren einfach nochmal gemütlich an Salieris Bar vorbei, ne? Kein Problem. Scheiße, ey. Okay. Wir haben nur noch ein Leben, ne? Ihr seht's. Das heißt, wir sind schwer verletzt. Aber wir schleppen uns noch zu Sam. Ich hoffe, ohne Unfall. Ein Unfall wäre im wahrsten Sinne des Wortes tödlich. Ja, ich wünsche viel Spaß mit der neuesten Folge. War jetzt, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tägelchen her, seit Mafia das letzte Mal kam. Und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob Sam ein Verräter ist oder nicht. Falls er einer ist, werden wir vermutlich instant tot sein. Aber ich hoffe mal, er hilft uns. Ich weiß es nicht. Wie hat Salieri überhaupt von dem Bankraub erfahren? Wer hat uns da verraten? Eigentlich kann das ja nur Sam sein, wenn man mal so überlegt. Es könnte natürlich auch Lukas sein. Der hat uns das Auto verschafft. Sam weiß auch von dem Bankraub. Und er weiß, dass wir Pauli zugestimmt haben. Wenn ihr euch mal erinnert, mit dieser Dabak-Lieferung und sowas alles, sind wir ja in dieses Auto gestiegen. Pauli ist dazu gestiegen. Und wir haben dann gesagt, hier, ja, okay, wir stimmen zu. Und da war Sam ja, glaube ich, auch noch im Auto. Also weiß er auch davon. Also er weiß davon. Wer hat uns verraten? Es können bloß Sam oder Lukas sein. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht so recht. Wir werden es ja jetzt eh so bald sehen. Oh, jetzt macht mal Platz hier, ihr Penner. Nicht so viel Zeit, Mann. So. Obwohl, wir haben ja Polizeiauto, ne? Wir können also schnell fahren, wenn wir wollen. Theoretisch. Warte mal, wo war der Limiter? Hier. So, also mal hier so wunderbar. Wo fahren wir jetzt hin? Lagerhalle oder sowas. Was hat er gesagt? Scheiße. Triff Sam an der Kunsthalle oder besuche Lukas Bertone. Oh. Lukas Bertone halte ich für gar keinen so schlechten Umweg, muss ich sagen. Weil wir da natürlich einen Medipack bekommen und eventuell noch irgendeinen Nebenauftrag. Da machen wir auf jeden Fall einen Abstecher hin, ne? Ist auch Ehrensache. Wenn uns die Möglichkeit gegeben wird, machen wir das natürlich. Eventuell kann Lukas uns helfen, zu sagen, wer uns verraten hat. Eventuell erwischen wir Lukas oder verquatscht sich Lukas dabei, dass er uns verraten hat. Wir wissen es nicht. Aber vielleicht finden wir es heraus. Oh Gott, ich bin ja so gespannt. Meint ihr, Sam hat uns verraten? Es kann eigentlich ja nur Sam sein, ne? Lukas wusste von dem Auftrag ja nichts. Der wusste nur, dass wir halt ein Auto brauchen. Warum oder wieso, wusste er nicht. Er kann höchstens halt Salieri gesagt haben, ja, hier, der war bei uns, hier, er war bei mir und so. Und könnte deswegen gesagt haben, hier, guck dir mal auf die Finger oder so. Keine Ahnung, weil der ist ja Salieri sehr ergeben. Wer uns auch verpfiffen haben könnte, könnte dieser Typ von dieser Yellow Pete sein, ne? Der, von dem wir die Waffen haben. Der könnte uns natürlich auch verraten haben. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ah, runter hier von der Straße, ihr Molucken, ey. Verdammte Kacke, ey. Mit dieses Blockieren da. Jedenfalls mal ein Medipack wegsnacken, ne? Das ist doch Ehrensache. Oder was sind wir hier? Medipack. Bam, 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 bam. Steig aus. Medipack, Medipack. Ach, wie gut, dass wir Lukas haben. Lass mal Waffe wegstecken. Kein Bock, dass die Bulli-Bullerei hier Ärger macht.
Hey, Tommy, du siehst kaputt aus. Das bin ich auch. Zwar nicht ohne guten Grund. Was ist passiert? Ist egal, aber ich bräuchte einen guten Wagen von dir, Lucas. Ich hätte genau das Richtige. Klasse. Was brauchst du heute? Ich muss wissen, wo ein bestimmter Typ steckt. Er schuldet vielen Leuten viel Geld. Und ich bin einer davon. Wo kann ich ihn finden? Eine Nutte kümmert sich um ihn und bringt ihm Essen und, naja, Zeug. Aber keiner weiß genau, wo er ist. Ja, du musst sie finden und erfahren, wo er steckt. Um alles Weitere kümmere ich mich dann. Und wo finde ich sie? Sie arbeitet in dem Hotel, in das du 32 ein Loch geblasen hast. Okay. Wenn du dort auf sie wartest, führt sie dich bestimmt zu ihm. Und dann? Wenn sie nach Hause geht, kommst du hierher und sagst mir, wohin sie gegangen ist. Okay. Das ist ja jetzt auch schon 6 Jahre her, ne? 6 Jahre ist das her, seit wir das Bordell in die Luft gejagt haben. Und jetzt verfolgen wir von dort eine Nutte, um Lukas zu helfen, um herauszufinden, wo ein gewisser Typ steckt, der uns eigentlich gar nichts angeht. Nur um ein tolles Auto zu bekommen, was wir dann gar nicht so lange nutzen können, vermutlich. Schöne Musik haben wir übrigens gerade jetzt auf dem Haupt, hier auf der, in der Stadt, ne? Muss man dann aufpassen, dass wir nicht auffliegen, oder ist es egal, wie nah wir dran sind, wenn wir die gleich verfolgen? Die olle Nudde. Und ich würde mich auch interessieren, ob dieses Loch noch existiert oder ob das schon renoviert wurde. Können wir ja mal kurz schauen, oder? Komm, jetzt schauen wir mal kurz. Das interessiert euch bestimmt auch, ob das Loch noch da ist. Hier war das. Müssen wir mal kurz aussteigen. Moment. Da oben irgendwo, oder? Oder? War das nicht hier? Da oben auf dem Dach, vom Dach sind wir dann geflüchtet. Bin ich recht entsinne. Das wäre hier gewesen. Gucken wir hier nochmal. Ah, kann man von hier nicht sehen, leider. Scheiße. Schade. Hätte mich jetzt schon interessiert, ob dieses Loch noch da ist. Aber es will wohl nicht sein. Kommen wir hier durch mit unserem Auto? Ja, oder? Wunderbar. Irgendwo hier rechts oben war es auf jeden Fall, Leute. Bin ich mir 100% sicher. Warte mal, wir können ja mal kurz hier. Hier sind auch nicht mehr diese Feuertreppen, die wir da benutzt haben, um zu flüchten. Diese Feuerleitern da. Egal. Nutte verfolgen. Moment, hier kriegen wir die Kamera wieder normal. Ich glaube gar nicht. Oder warte? Doch, warte. Ja, irgendwie will es nicht mehr richtig, ne? Oder müssen wir das so justieren, manuell? Das ist sie wohl. Läuft die jetzt hier. Geht die zu Fuß oder was? Ein Auto verfolgen zu Fuß. Hinter einer Person, die zu Fuß unterwegs ist, überhaupt nicht auffällig. Nee, ist nicht auffällig. Ab, du Penner. Dumme Sau, ey. Ja, lauf doch nicht gegen mein Auto, ey. Auch gar nicht auffällig, dass ein Polizeiauto ihr folgt. Oh, das wird ja jetzt eine Verfolgungsjagd hier. Hüstel. Ich muss aufpassen, dass ich den Wagen nicht abwürge.
Lololololo. Und sonst so? Bei euch das Wetter, alles dufte? War ja eigentlich recht mild, möchte ich sagen, ne? 13 Grad heute. Also heute haben wir den 20., glaube ich. Auf jeden Fall die Nacht von Freitag auf Samstag. Bald ist auch Weihnachten. Ach ja, Weihnachten. Auch nicht mehr das, was es mal war. Als Kind und so. Oder wie sehr sich das verändert, auch Geburtstage und so, wenn man älter wird. Früher hat man ja immer so die Wochen und dann die Tage gezählt. Weihnachten und Silvester und sowas, die ganzen Feiertage und Ferien und sowas alles. Ist nicht mehr so wichtig. Also für mich zumindest nicht. Wo läuft sie denn jetzt hin, alte Bitch? Oh, ja, ist schon aufregend, ne? So eine Verfolgungsjagd. Ist er das da vorne oder was? Nee. Weil der so zielstrebig auf sie zukam, dachte ich. Oh, da hab ich mich hier getäuscht. Da bloß die geht da in das Gebäude rein. Sache. Na, das scheint mir ja ein echter Volltreffer zu sein. Okay. Zurück zu Lukas. Dann mal zurück zu Lukas. In Volltempo, weil wir haben ja ein Polizeiauto. Also ein bisschen was hat's schon davon, ne? Mission Impossible Melodie. Wer es nicht weiß. So, bin mal gespannt, was ich für ein Auto kriege dafür. Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich diese Mission schon gemacht habe hier. Kommt mir nämlich nicht bekannt vor. Oder ist verdammt lange her, das kann natürlich auch sein. So, Lukas, was gibt's für ein Auto? Bitte lass es gefahrlos sein. Ja. Ich habe ihn gefunden, Lukas. Er wohnt in Downtown, an der Ecke der Straße bei der Kirche. Ha, fantastisch. Hat sie dich gesehen? Nein, also wo ist der Wagen? Klar. Kennst du den Gebrauchtwagenhandel in der Stadt? In Richtung Chinatown? Ja, genau. Da steht er. Ein aufgerüsteter Sportwagen mit Vorderradantrieb. Inwiefern ist der besser als der normale? Naja, bessere Leistung. Und die Beschleunigung ist tausendmal besser, auch wenn der Wagen vollkommen normal aussieht. Aber sei vorsichtig, wenn du ihn dir holst. Der Besitzer hat den Wagen ja nicht zum Verkauf angeboten und er hat ein paar sehr bissige Hunde. Naja. Ich mach das schon. Okay. Stehle den Tor 812 vom Bazaar in Chinatown. Alles klar. Auf nach Chinatown, wir haben sonst nichts zu tun, ne? Schön durch die Stadt noch ackern, da wollen wir von Salieri und oder von der Polizei verfolgt werden. Aber ein Polizeiauto sollte uns ja eigentlich nichts passieren, ne? So hoffe ich mal. Das Polizeiauto. Komischerweise fahren die Polizeiautos, wenn die Bullen drin hocken, immer so verdammt schnell, ne? Egal wie schnell mein Auto ist, die holen es immer ein. Wenn ich aber drin hocke, ne? Wo ist der zweite Gang? So eine Scheiße. Ja, ist schon ein bisschen
schade irgendwie, muss ich sagen. Guck mal hier, die haben noch so ein altes Modell, oder? Guck mal, da hinten ist noch so ein... Ah ne, ist dasselbe. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, da wäre noch so ein Radkasten. Also ist ja ein Radkasten, ihr wisst schon, was ich meine. Bei den alten Falconer-Modellen war es nur so, dass der Reifen außen zu sehen war. Und hier sieht es so aus, als wäre es schon ein vollwertiger Kofferraum. Tada. Bissige Hunde, hoffentlich ist das wörtlich zu nehmen. Also nicht, dass das jetzt Menschen mit Waffen sind, sondern wirklich Hunde, weil Hunde werden wir lieber. Die können wir von Weitem ausschalten und schießen nicht zurück und so ein Quatsch, ne? Hoffen wir mal das Beste. Oh, oh, Scheiße, was macht er? Ah, Kacke, da wollte ich kurz das Mikro ein bisschen richten, ne? Aber nicht so klug. Direkt mal 16 Leben dafür eingebüßt. Und den Motor, glaube ich, von dem Auto kaputt gemacht. Guck mal, der zieht gar nicht mehr. Ach, Scheiße, ich dumm Beutel, ey. Oh, nee, jetzt komme ich hier dem... Ach, weißt du was? Die letzten paar Meter gehen wir zu Fuß, ey. Oder? Oder auch nicht. Halt die Fresse, Mann. Oh, tschüss, du Penner. LOL! What the fuck? Blöd, Mann. Was, der ist ja über Baseballschläger her. What the fuck is going on, ey? Ich wollte aber weg hier. Verdammte Scheiße, ey. Zieht er mich nochmal aus dem Auto raus? Hier nimmt er die Bullenkarre, ey. Blöd, Mann. Ganz froh, dass ich so wenig live habe. Na, siehst du, mit der Karre geht das schon erheblich besser. So, bissige Hunde. Da bin ich schon mal gespannt. Hä? Ach, guck mal, das ist der Gebrauchtwagenhändler. Okay. Oh, guck mal, hier war ich noch nie, Leute. Ah, bissige Hunde. Alles klar. Verdammte Kacke. 3 Stück davon gleich. Was haben wir denn für Waffen, Leute? Nicht so viel Waffen. Welches Auto ist es jetzt? Leute, das Schloss ist wieder buggy, oder? Und das Schloss ist wieder buggy, glaube ich. Ich glaube, wir müssen das Schloss aufschließen, Leute. Welches Auto ist es denn dann? Ach, der da hinten. Okay, sind die Hunde frei. Oh ja, sind sie. Weißt du was? Steigen wir einfach in unser Auto und fahren die blattige Scheißköte. Sollen die Hunde draußen rumlatschen? Das ist mir scheißegal, ey. So. Wunderbar, oder? Können wir hier jetzt blockieren? Dürften uns die Hunde ja nichts tun. Theoretisch. Können wir unsere Waffe wegstecken? Weil da draußen läuft ein Bulle rum. So, wenn wir uns richtig nah hinstellen, so dass wir noch aussteigen können, sollte das eigentlich funktionieren. Hat er sich gedacht? Hat er sich What the fuck? Lol, woran ist der denn verreckt, Mann? Geil, Mann. Oh, Wichsköter, ey. Fickt eure Mütter. Steig ein! Fahrersitz, was denn sonst? Bam! Jetzt können wir zu Sam fahren. Auf die Karre hat's drauf. Oh, gegen das Tor gefahren, Leute.
Das unsichtbare Tor, tödlich wie immer. Und irgendwie derbe wenig Frames gerade. Aber ich glaube, es ist schon vorbei. Okay. Schnell. Ach komm! Kaum fährt mal keine Bullenkarre, wollen sie einen schon wieder ans Bein pinkeln, ey, diese Wichser. Na, dann machen wir halt die Limit da rein. Dann bringt uns die schnelle Karre jetzt erstmal nichts, aber ich hoffe. Also, ne, im Prinzip hoffe ich nicht, dass wir sie noch brauchen werden, die schnelle Karre. Dass Sam uns wirklich hilft. Ah, holy moly, ey. Jetzt können wir wieder Stoff geben, oder? Sieht aber jetzt nicht aus. Ich glaube, so ein Auto hat man noch nicht, oder? Dieses andere Orangene, was wir schon mal hatten, ist das dasselbe wie das hier? Bin nicht so sicher, ey. Grüne Ampel haben wir dürfen fahren. Hey, sagte. So, auf zu Sam. Bitte lasst uns das gut überstehen. Da unten ist sie, die Kunsthalle. Warum will der uns überhaupt bei der Kunsthalle treffen? Das muss doch einen Grund haben, oder? I'm not really sure. Aber hübsch ist es. Ach, hier waren wir schon mal. Da haben wir Little Tony hier ausgequetscht. Ob er hier Informationen hat oder sowas, ne? Ach, laber doch nicht. Rote Ampel, ey. Spinner. Ja, ich weiß. Wir drehen gleich um. Ich muss hier den Kopf da abschütteln, der nervt sonst. Ist er weg? Ah ja, sieht gut aus. Alles klar. Dann drückt die Däumchen, dass der uns wirklich helfen will. Oh. Wir halten lieber auf der Seite hier. Wir wissen nicht, was da passieren wird. Oh mein Gott. Sollen wir auch in die Kunsthalle rein oder was? Sieht so aus. Oh, Tatsache. Wow, die Werkstatt ist voll. Scheiße. Puh, keine Ahnung, ey. Der Super Six Rot kann weg, ey. Als ob wir jemals noch in den Genuss unserer Autos kommen würden. Witzig, ey. Halt, Arschloch! Oh, Scheiße! Überraschung! What the fucking shock! Das hier in Paulys Haus gesucht? Sam, was ist hier los? Ich dachte, wir treffen uns allein. Die Situation hat sich geändert, Tom. Ich musste entscheiden, auf welcher Seite ich stehe. Sorry, aber deine Seite wäre glatter Selbstmord. Mit Mord kann ich allerdings leben. Du hast Pauli umgebracht? Nun, ich war mehr ein Vollstrecker. Das gleiche wie in deinem Fall. Das hätte ich niemals von dir gedacht, Sam. Naja, ich hab gute Laune. Meine Aktien steigen. Und ich habe eine Tasche voller Geld gefunden. Deine Partner zu töten ist also nur ein Riesenspaß? Vielleicht sollte ich es mal probieren. Es ist nicht schlecht. Aber dir fehlt es an Gelegenheit. Es ist niemals zu spät, damit anzufangen. Schätze, so etwas wie Ehre hast du nicht mehr. Ehre hat keine Bedeutung. Das ist das Geschäft. Und du hast die ungeschriebenen Regeln einmal zu oft gebrochen, Tom. Eigentlich sollte es mir leid tun, aber Geschäft ist Geschäft. Ich wusste nicht, dass ich der Grund für die Probleme der Familie war. Wirklich? Du hast gemacht, was du wolltest, Tom. Du hast Frank nicht getötet.
Du hast diese Hure entkommen lassen und das mit der Bank. Du kannst nicht tun, was du für richtig hältst, weil du keine Ahnung hast. Du kapierst nicht, was deine Handlungen bewirken. Der Don ist der Denker. Du warst niemals ein großer Denker. Deshalb brauchst du ihn. Das gilt nicht für mich. Ich kann selbst denken. Don Salieri meint, dass er nicht wegen deiner lächerlichen Gefühle in den Knast... Und da stimme ich mit ihm vollkommen überein. Don Salieri mochte dich wirklich, Tom. Und ich mochte dich auch. Wir weinen gemeinsam auf deiner Beerdigung. Du armes Schwein, Sam. Du tust mir echt leid. Dafür bin ich am Leben. Schade, dass du das Geld nicht ausgeben kannst. Aber keine Sorge. Wir geben Sarah ein wenig davon. Du weißt ja, alleinstehende Mütter haben es heutzutage schwer. Der Don kümmert sich um sie. Er ist nicht so ein Monster, wie du glaubst. Adieu, Tom. Nett, dich gekannt zu haben. Macht eure Sache gründlich, Junge. Und bitte, lasst ihn nicht so lange leiden. Er ist mein Kumpel. Okay. Scheiße. Boah. Ja, ich musste kurz die Aufnahme neu starten wegen Desync-Problemen. Sound und Ton, Sound und Bild und so. Ah, da hat er uns doch verraten. Dieser Wichser von Sam. Lol, wie steckt denn der ein? Verdammte Kacke, ach. Leben noch! Nichts gegen Medipack. Warum, what the fuck, ey? Ja, lol! Was ist das für eine Plastikpistole? Lad nach! Ja, keine Muni mehr, Leute. Ja, lol, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Muni mehr. Scheiße! Lol, die schießt doch mit Erbsen, oder? Oh, Alter. Medipack. Medipack. Oh, geil. Den Colt nehme ich, ey. Ich brauche ein verficktes Medipack. Diese Drecksau von Sam. Naja, aber wir haben es uns ja schon ausgemalt, ne, dass der Verräter war. Vor allen Dingen, woher hat er denn das mit der Hure und alles gewusst? Haben wir ihm das gesagt? Falls wir das wirklich getan haben sollten in unserer Freizeit, war das nicht so klug. Am Ende tötet dich dein bester Freund. Oh, was bin ich erschrocken? Nee! Wo? Wo hat denn jemand auf uns geschossen? Ich hab keine Ahnung, woher das kam, Leute. Scheiße, ey. Mit einem Leben, das wird doch nix. Medipack. Aber eine schöne Location hat er sich ausgesucht, um uns zu töten. Das kann man ihm nicht vorwerfen, ey. Medipack. Ich muss doch irgendwo Medipack geben. Also komm schon, das ist in der Kunsthalle. Komm, schieß. Schieß. Ach komm, deine Mutti! Nein! Ach, Kacke! Nee, noch ein Versuch, ey.
Das will ich nie mehr sehen, halt die Backen, ey. Mal die Backen. Mit 14 Leben, ey. 10 Leben. Muss ich mich korrigieren. Ach komm, wie soll ich das machen mit 25 Leben? Und eine verkackte Scheiße. Ja, das will ich nie mehr sehen, den Scheiß. Mach die Bastarde fertig, sagt er. Guck mal an, ey. Plastikpistole for the win, oder was? Ich glaub nicht, dass wir das so schaffen können. Ultra Hard Mode activated, ey. Kommt der andere von der anderen Seite, ne? Der Wichser? Sag mir, was ich da machen soll dagegen. Verkackte 25 Leben und keine Munition. Scheiße. Trifft er mich natürlich gleich, ne? Klar. Ach komm, ey, wie soll ich denn das machen? Kann doch unmöglich deren Ernst sein. Ich will den Scheiß nicht mehr sehen. Hör auf damit, ey. Ach, leg mich. Das ist gut erkannt. Wieder keine Muni. Witz, ey. Ach komm! Wie soll ich das denn machen? Ach, fick dich, ey. Das Spiel muss mir doch in dem Fall von dem Neustart, wenn ich gestorben bin, volles Leben geben, ey. Ultra Hard Mode, ey. Ja, ja. Komm rüber, er ist hier. Halt die Fresse. Wieder keine Muni. Das, wie soll ich, unmöglich zu schaffen. Unmöglich zu schaffen. Unmöglich zu schaffen. Echt eine Lachnummer, ey. Das erzählen Sie mir mal, wie man das schaffen soll mit 25 Leben. Der andere Wichser keine Munition dabei gehabt. Boah, 5 Jahre, um eine Waffe nachzuladen, ne? Alles klar, ey. Das ist doch ein Witz, ey, Leute. Da hast du den Falschen erwischt. Könnte ich sich unmöglich so vorstellen, Leute.
lange der mir braucht zum Nachladen, ey. Das ist unglaublich. Und dann treffe ich nicht, ey. Boah, what the fuck, ey. Ah, da kommt noch ein Fünfter! Das wird so nix, Leute. Das kann ich euch versprechen. Doch ein Witz, die Munition. Kommt rüber, er ist hier. Kommt rüber, er ist hier. Mehr du Drecksau. Kriegst du mit dem Messer. Ich die mit dem Messer geohnt habe, ey, die Drecksau. Guck mal, da kommt immer mehr nach, ey, das gibt's doch wohl nicht. Fuck you, ey. Es kommt bestimmt noch einer. Ist da noch ein Fünfter? Laden. Hallo? Nachladen. Da war noch ein Fünfter. Ich weiß es. Jetzt haben sie keinen hier. Colt 19. Ich wollte es gerade sagen, ey. LOL, keine Munition mehr drin im Colt. Verdammte Scheiße. Boah. Drecksau, gib die Munition her. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Nur 12 Leben verloren. Oho. Aber das waren schon verdammt viele jetzt, oder Leute? Was sagt ihr dazu? So, was haben wir jetzt noch für Munition? Oh nice, jetzt wird's Zeit für den Colt, Baby. Hallo? Colt wechseln, aber zackig, ey. Okay, 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 okay. Okay, wir müssen rechts lang. Oder können wir da auch durch die Mitte? Ne, kommen wir nicht. Okay, 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 okay. Hier ist jetzt wieder einer. Im nächsten Raum. Oh, es sind zwei. LOL! Sit down, motherfucker! Ich komme keiner von hinten, ey. Da bin ich ganz schön gefickt jetzt. Down, oder? Oh yeah, Mann. Der hat bestimmt Colt 1911er Muni dabei. Mal auffüllen hier. Bam. Oh, eine Pumpgun. Hm. Interesting. Midi-Pack hätte ich gerne. Hehe. What? Wo ist er hin? Lol, hat sich verpisst, die Schwein. Kommt her, wir haben ein Problem. Ach komm, der kommt um die Ecke und kann da ballern wie ein Bekloppter, das kann ich nicht. Nochmal von hier, alles klar. Thank you.
Oh, jetzt habe ich ein Problem, Leute. Wie viel die aushalten, oder? Komm her, du Drecksau. Plastikpistole, ey. Mehr sag ich dazu nicht. Oh, warum schießt der nicht? Nur noch 7 Leben. Tse. Witz ist das, ey. Wo ist denn jetzt der verfickte Colt von dem? Oh. Das Spiel raubt mir noch meinen letzten Nerv, ey. Ah! Okay, letzter Try für heute. Letzter First Try. Wenn es jetzt wieder nicht funktionieren sollte, dann muss ich die Szene nochmal, glaube ich, bis hierhin spielen mit mehr Leben. Das, ihr seht es ja, das wird mit 25 Leben wird das nix. Sit down. Ja, glaube ich auch. Komm her, du Drecksau. Komm drüber, er ist hier. Ne, komm du mal her. Komm her. Lol, ich hab ein Messer, verdammte Kacke. Wichser. Natürlich keine Muni mehr drinnen, ne? Alles klar, ey. Na, kommt der nächste ab. Steche ich den nächsten Wichser ab, ey. Ich melde Drecksau. Wie soll ich das machen? Na gut, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Oh, diese Rollen manchmal. Nein, auf nachzuladen. Wir machen noch einen, Leute. Deine Mutti, ey. Scheiß drauf, nachladen. Sit down. Wie viel die aushalten, ey. Das gibt's doch wohl nicht. Guckt euch das doch mal an, das kann doch wohl nicht ernst gemeint sein vom Spiel. Okay, keine Muni mehr, Leute. Kommt rüber, er ist hier. Er hat richtig böse. Ich weiß, weiß. Alle herkommen schnell. Witz, wie viel Treffer man mit dem scheiß Messer braucht! Och Mann!
Kopftreffer ist ein Kopftreffer, ey. Kannst du mich sagen, was du willst, ey. Ach, deine Mutti, ey. Ey, da braucht man für da brauchen wir drei Kopftreffer, dass der umfällt oder was? Wie hat sich dieses Spiel das vorgestellt? Aber das mit wenig Leben, wenn man mit Leben, wenig Leben ankommt, wie soll man das anstellen? Keine Munition drin! Ich fass es nicht, ey. Okay, ich hab nichts gesagt. Hallo? Willst du mal bitte nachladen? Arschloch. Oh. Was ein Fight, ey. Alter Vater, ey. Ja, Leute, das wird unser letzter Try. Ich werde mich schon mal verabschieden. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und lasst mir Kommentare diesbezüglich. Was haltet ihr davon, dass Sam uns verraten hat? Ich glaube, es war keine allzu große Überraschung. Leute. Ah, machst halt nichts, ne? Ja, in dem Sinne, ich werde die Folge nochmal, ich werde bis zu dieser Szene spielen, dass wir das mit mehr Leben starten. Ich halte das für unmöglich, das mit diesem Leben, was wir haben und mit dieser Munition, die wir haben, zu schaffen. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, diese Folge hat euch trotzdem einigermaßen unterhalten. In der nächsten Folge dann werden wir Sam vermutlich hier ausschalten, ne? Drückt mal die Daumen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Verzeiht mir die Fails, aber wie gesagt, mit dem Leben könnt ihr mir eure Meinung sagen. Hättet ihr es besser gemacht? Haltet ihr es für möglich, dass man das mit dem Leben schafft? Vielleicht mit viel Glück und mit Hängen und Würgen. Habt ihr ja gesehen, dass ich schon ein bisschen weitergekommen bin, aber das ist schon bockschwer. Später kommen sie mit Schrotflinten und mit MGs und Atomic Guns und sowas an. Das wird selbst mit 100 Leben schwierig, könnte ich mir vorstellen. Aber nun gut, die Folge ist lang genug. Ich hoffe, diese Folge hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Sorry, dass wir nicht so viel Fortschritt hatten, wie ich gerne gewollt hätte. Und ja, ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dann dabei. Ah, wenn wir Sam ausschalten müssen. Bis dann. Bye, bye. Und tschüss.